Herzlichst willkommen bei der LinkedIn-Show Nummer 22 mit mir, Richie Bettauer, aka Datenschmutz. Heute die erste Sendung im neuen Jahr, im neuen Jahrzehnt. Und nachträglich allen, mit denen ich bisher noch nicht in Kontakt war, einen ganz hervorragenden Start ins neue Jahr. Prosit 2020, passend zum neuen Jahr, zum neuen Jahrzehnt, heute die 22. LinkedIn-Show, also sozusagen eine Show der vielen Zweier, zwei Teile im Interview. Heute ein Gast bei mir in der Sendung, auf den ich mich schon längere Zeit sehr gefreut habe, Martin Haunschmidt, sehr geschätzter Förderbeiratskollege bei der NetIDEE. Martin schreibt ein sehr, sehr spannendes und interessantes Blog, das ich ausgesprochen gern lese. Er beschäftigt sich mit Cybersecurity, mit Kultur, mit Journalismus und wir hatten auch einen ganz konkreten Anlass, uns in dieser Sendung zu unterhalten. Martin, der, wie er selbst sagt, ja ein Mann vieler Projekte ist, hat Zeit gefunden, sich in einer sehr spannenden Sache zu engagieren. Und zwar nennt sich das Ganze Dreamers Who Do, ist im Wesentlichen ein E-Book, in dem ja, spannende Personen unter 30 aus ganz verschiedenen Branchen ihre Ideen kommunizieren, eben nicht professionelle Kommunikatoren, sondern ja, aber darüber wird uns Martin in der Sendung dann etwas mehr erzählen. Ansonsten natürlich die Status-Updates der Woche auch wieder dabei und Sie werden auch gleich sehen, warum das neue Jahr alles andere als langweilig beginnt. Ja, man könnte durchaus sagen, genug zu tun. Und damit gleich zum ersten Thema der Sendung. Wir haben es ja bereits vor Weihnachten kurz angekündigt, jetzt ist es draußen. Es gibt am 13. Februar einen ganz speziellen LinkedIn-Event, eine Masterclass, einen Deep Dive sozusagen, der wird in Wien stattfinden, bei UTEL. Das ist neben der Uno City im Saturn Tower eine fantastische Location mit einer ganz, ganz grandiosen Aussicht über Wien. Und ja, was wird dort passieren bei dieser Masterclass? Es gibt vier Vortragende und zwar, ja, Marina Seyerz, sie war bereits Gast in der Sendung hier am Ende des letzten Jahres in der 21. Ausgabe. Marina ist Digital Branding Expertin, befasst sich mit Brand Building für Unternehmen und für Personen auf LinkedIn. Thomas Herzberger ist Growth Hacking Experte, hat auch ein sehr erfolgreiches Buch über dieses Thema geschrieben. Britta Behrens ist bei Bivik Pro fürs Marketing zuständig, also Analytics Guru. Ja, und ich werde unseren Teilnehmern etwas über Content Marketing erzählen. Das wird, wie gesagt, eine ganz besondere Veranstaltung. Die Plätze sind limitiert auf 10 und ja, wir werden ordentlich aus dem Nähkästchen plaudern. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn du dabei bist. Die Tickets gibt es seit heute, die bekommt man auf Eventbrite. Wir haben jetzt noch den Frühvogel, den Early Bird Preis um 1020 Euro. Dafür gibt es 4 Vorträge, 3 sehr, sehr spannende Experten und mich sozusagen. Ich freue mich wahnsinnig auf die Veranstaltung und das Ganze wird dann auch nicht enden mit den Vorträgen, sondern am Abend geht es dann weiter mit einem Networking-Event im Nike Flagship Store auf der Maria-Hilfer-Straße in Wien. Also kurz gesagt, für alle Wiener LinkedIn-Interessierten und Experten ein absoluter Pflichtevent und für alle anderen vielleicht eine gute und längst willkommene Gelegenheit, unsere schöne Donaumetropole, jetzt glaube ich zum dritten Mal hintereinander, lebenswerteste Stadt der Welt zu besuchen. Ist auch sehr schön im Februar. Schauen wir mal, bisher gab es ja in Wien keinen nennenswerten Winter. Also wie gesagt, Karten seit heute verfügbar, limitiert auf 10 Plätze. Also lieber schnell sein. Natürlich, wie gewohnt, gibt es sämtliche Links. Dann auch im Anschluss an die Show in den Shownotes. Und damit kommen wir zu einem weiteren Thema, das in diesem Fall Irene, Dr. Irene Kilubi und mich die nächsten Tage und dann auch das ganze Jahr über begleiten wird. Und zwar der eine oder andere von euch hat es vielleicht schon mitbekommen. Wir haben voriges Jahr eine Debattenrunde gestartet unter dem Titel Contraview, war auch ein spannender Lerneffekt und das Ganze bekommt jetzt einen Reboot und geht diesen Montag unter dem Titel On Point
neu on air bzw. on LinkedIn. Worum geht es dabei? Irene und ich werden jedes Monat ein Thema vorschlagen, ein aktuelles Thema, das mit Business, mit HR, mit Leadership, aber auch mit LinkedIn, mit Content Marketing, mit Social Selling, mit Personal Branding zu tun hat. Und wir werden verschiedene Experten einladen, dazu ihre Statements abzugeben. Diese Statements sammeln wir in einem Artikel und posten sie dann gesammelt und möchten damit eben auch zu einer intensiven und tiefgreifenden Debattenkultur auf LinkedIn beitragen. Ich freue mich sehr, sehr drauf. Das erste Thema wird am Freitag bekannt gegeben, also dranbleiben. Am besten einfach Irene oder mir folgen oder uns eine Kontaktanfrage schicken. Wer da vielleicht mal Lust hat, auch mitzumachen, es gibt eine Gruppe dazu, die ist noch ganz neu, wie ihr hier seht, ziemlich leer. Ein kleiner Sneak Peek, ich darf das eigentlich noch nicht verraten, aber unter anderem dabei sein werden in der ersten Runde Margit Bartl, Britta Behrens, Ilkay Özgüsaulu, Brent Armstrong, Stefan Reif, Engin Esa, Sigi Lieb und natürlich Irene und ich. Also wie gesagt, da wird es ein paar spannende und durchaus auch kontroversielle Meinungen geben. Freue ich mich schon sehr auf die erste Ausgabe. Ja. Also wie gesagt, genug zu tun, ausreichend LinkedIn-Aktivitäten und damit kommen wir zum versprochenen ersten Teil des Interviews mit Martin Haunschmidt. Hören Sie sich selbst an, was Martin über sein Projekt Dreamers Who Do zu erzählen hat. Wir unterhalten uns zuerst über das E-Book und im zweiten Teil spreche ich dann mit Martin über eines seiner Lieblingsthemen, über Hacking und natürlich auch über Social Media. Ich denke, ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Viel Vergnügen und wie gesagt, das gierige und hungrige Kommentarfeld freut sich über Fragen, Kommentare, aber auch über Shoutouts. So viel dazu und damit ist Martin an Bord. Heute bei mir zu Gast in der LinkedIn-Show Martin Haunschmidt. Wir sind Kollegen bei der NetIDEE, sind dort beide in der Jury, kennen uns aber schon länger über unsere Blogs. Martin, vielleicht kannst du dich mal vorstellen und erzählen, was du so machst neben Bloggen. Servus Richie, zuerst einmal große Ehre, bei dir in der LinkedIn-Show zu sein. Ah, Ehre für mich, Ehre für mich. Mein Name ist Martin Haunschmidt. Ich bin ein Mann vieler Projekte, sagen wir es mal so. Ich habe eine Web-Development-Agentur, wo wir eben Online-Shops und auch Business-Software programmieren. Ich habe einen Tech-Blog, über den wir beide uns kennen. Und ich bin im Moment dabei, das Geschäftsfeld der IT-Security aufzubauen und mache dort die entsprechenden Zertifizierungen. Beim Thema Deckblock muss ich gleich einhaken, weil wenn man Deckblock hört, da könnte man jetzt an, Hardware-Tests oder sowas denken, das machst du aber gar nicht. Der Grund, warum dein Blog so aufgeführt. Du schreibst über Security-Themen auf eine sehr, sehr, sehr originelle Weise. Genau, also was mich fasziniert, ist diese, ich nenne es immer Schattenwelt, aus Mangel eines besseren Begriffs, die sich sozusagen unter unserer Welt verbirgt. Sei es jetzt Analysen, ich habe es einmal ausfindig gemacht, woher mein Spam kommt, habe dann direkt die Person dort angeschrieben und sie gebeten, das zu unterlassen. Seitdem kriege ich von denen keinen Spam mehr, hat tatsächlich funktioniert. Wow, großartiger Beitrag. Link in den Kommentaren zu den ganzen Artikeln, die wir sprechen. Sehr, sehr lesenswert. Und genau, also mich faszinieren diese Randgebiete des Internets irgendwie total. Und gleichzeitig ist mir aber auch bewusst, dass wir die großen Herausforderungen der Digitalisierung nicht schaffen werden, wenn nicht jeder irgendwie die Chance hat, diese Themen gut aufbereitet lesen zu können. Und das ist mein USP. Absolut, das kann ich nur bestätigen. Man muss kein Techniker sein. Technisches Interesse ist immer hilfreich, wenn man sich mit Internetthemen befasst, aber das ist so erklärt, dass es eigentlich jeder mit Hausverstand verstehen kann. Wie siehst du das? Ich denke mal manchmal, es würden sich mehr Leute dafür interessieren, wenn sie mehr darüber wissen würden, was da alles so möglich ist. Das ist für mich auch immer ein ziemliches Aha-Erlebnis, wenn ich deine Artikel lese. Ja, danke sehr. Ich habe auch angefangen, mich in Gesprächen als Hacker vorzustellen. Das mögen ein paar Leute aus der IT-Security-Branche jetzt ein bisschen plakativ finden, aber aus meiner Sicht der Need ist da, dass man das Thema auch Laien näher bringt und das funktioniert
sehr gut, habe ich so gemerkt im persönlichen Gespräch, wenn man eben mit irgendwie was Mysteriösem anfängt und die Leute dann eben checken, dass das nicht Personen sind, die nur im schwarzen Hoodie vorm Rechner sitzen, sondern die auch mit einem Hemd unterwegs sind und die einen wichtigen Teil eigentlich der ganzen Wirtschaft eigentlich auch. Ich sehe ja Hacking ohnehin relativ wenig als technischen Begriff. Man kennt ihn so aus dem Bereich, aber man kann ja eigentlich Systeme hacken. Sehr viele Hacks passieren ja über Social Hacks. Ich rufe an und sage, ich bin der Genau, Cousin ja. vom Geschäftsführer. Ich brauche mal schnell das Genau, E-Mail-Passwort. ja. Genau, ja. Nennt sich Social Engineering, ist wieder ein eigener Teilbereich, der mindestens genauso faszinierend ist. Genau. Also wir könnten ja noch lange über IT-Security reden, aber wie gesagt, da gibt es auch bei dir am Blog sehr viel zu lesen. Der Grund, warum wir uns heute unterhalten, ist ein anderes Projekt von dir, nämlich Dreamer So Do. Du hast mir vor dem Interview was ganz Interessantes gesagt, nämlich, dass ein großer Teil der fähigen, der guten Leute in einem Netzwerk sich nicht überschneidet mit dem Teil der Selbstdarsteller. Also die machen sehr interessante Sachen, sprechen aber wenig drüber. Und das möchtest du mit Dreamer So Do ändern? Genauso ist es, ja. Durch mein Studium an der FH in Wien für Marketing und Kommunikation ist mir das sozusagen fast in die Wiege gelegt worden, so ein bisschen das, muss man sagen, das Selbstverkaufen, das Content produzieren, das Texte produzieren, dass sie auch jemand lesen möchte und versteht. Und ich habe gemerkt, in meinem Netzwerk gibt es eben sehr viele der Personen, die im persönlichen Gespräch geniale Meinungen haben, die meinen Horizont jedes Mal bei jedem Gespräch irrsinnig erweitern. Die haben teilweise nicht mal ein, ich würde jetzt mal sagen, für uns als Businessmenschen nicht einmal LinkedIn, nicht einmal Instagram-Profil. Die teilen diese Meinung nicht. Und angefangen hat das Ganze mit dem Begriff der Ökosystemdienstleistung. Sagt ihr das was? Na, also ich kann Ökosystem kann ich mir was vorstellen und der Dienstleistung Genau, auch, ja. Genau, ja. aber Das ist sozusagen ein Gedankenkonstrukt, wo man sich überlegt, wie viel ist die Dienstleistung vom Ökosystem, von der Natur am Menschen wert? Und aha. ich bin ein Wirtschaftsmensch, ich bin ein technischer Mensch. Mir wird man mit irgendwie Aktivismus zum Umweltschutz nicht wirklich gut beikommen können. Aber wenn man mir erklärt, Moment einmal, das hat die und die Folgen und das sind die Zahlen dazu, dann verstehe ich das, weil es näher an meinem, wie soll man sagen, an meinem Wesen ist. Und ich habe mit meiner Freundin geredet im Urlaub. Sie hat dieses Konzept erwähnt und ich war total hin und weg, weil das zum ersten Mal war ich, dass ich wirklich diesen Gedankengang so gehört habe. Und dann ist die Idee entstanden und denselben Abend bin ich über ein Büchlein gehängt und habe schon Leute niedergeschrieben, die ich gerne für dieses Projekt drinnen hätte. Einfach wirklich, da sind mir Gespräche eingefallen, die ich dann gerne eigentlich an eine größere Reichweite irgendwie geben möchte. Und so ist das Projekt entstanden. Und die nächsten paar Monate waren dann eben die Autoren einzeln zu treffen, zu motivieren. Das war ein großer Faktor. Und auch gewissermaßen zu coachen, weil viele davon zum ersten Mal nach ihrer Meinung gefragt haben. Sagen, ja, wir machen eine Bachelorarbeit, wir schreiben Seminararbeiten und so weiter, muss alles wissenschaftlich sein. Aber dass jemand herkommt und fragt, was ist deine Meinung zu Thema XY? Das passiert eigentlich selten. Das ist ja auch wahrscheinlich dann gar nicht so leicht, wenn man die Schreiberfahrung nicht hat. So wie du gesagt hast, bei mir war das ja auch in der Ausbildung oder Schreiben ist ja auch, kann man gut trainieren, ist sehr starke Übungssache, ist dann vielleicht auch nicht so einfach, das zu Das machen. ist Wie hat das richtig, funktioniert ja. mit den Autoren und Autorinnen? Aber die Es hat haben sich sehr da gut sehr, sehr gut funktioniert, drauf ja. eingelassen, eigentlich, was ich gesehen habe. Ja, total. Aber da war eine sehr, sehr große Skepsis da. Initial einmal vom Mindset her, wie jetzt, ich werde nach meiner Meinung gefragt und wie, das werden Menschen lesen. Und ist ja immer wieder mit einer großen Verwundbarkeit sozusagen verbunden, wenn man Content ins Internet stellt. FOPO, Fear of Public Opinion. Da gibt es einen eigenen Begriff Das ist dafür, den cool, habe ich erst ja. vor Das kurzem ist gelernt. cool. FOPO. Geil. Das werde ich direkt ins Repertoire aufnehmen. Aber das war das sehr, sehr stark Ja. merkbar. Ich habe das bei mir selbst gehabt, wie ich den Top-Blog angefangen habe. Man hat dann irgendwie im Kopf, dass dann sofort die Hater daherkommen und das eigene Stück Inhalt zerlegen. Aber in Wirklichkeit, ich habe jetzt beim Tech-Blog, habe ich drei Hater vielleicht gehabt, bis jetzt, Ja. die wirklich dazu kommentiert haben und negative Kommentare dazu gebracht haben.
Und da die Autorinnen und Autoren dazu motivieren, das war ein großer Part. Aber das Schreiben selbst hat super funktioniert. Die haben sich da wirklich, wirklich reingehängt und sehr, sehr gute Opinion Pieces abgeliefert. Ich hätte ja wahnsinnig gerne ein Buch verlost in der Sendung. Das ist leider nicht möglich, Martin. Da gibt uns keins. Warum? Genau, es gibt kein physisches Buch noch, E-Book hätte ich schon mal aber verlost. da kann ich dir helfen. Und zwar habe ich auch eine Webseite dazu entwickelt, und zwar ist das die dreamerswhodo.at, wo wir uns oder wo ihr euch den Report auch runterladen könnt. Vollkommen Einfach im Tausch gratis. gegen die vollkommen gratis, genau. Ist aber eben in E-Book-Form und nicht als Blog, weil ich eben möchte, dass den Meinungen der Platz auch gegeben wird, den die definitiv verdient haben. Und Finde deswegen find etwas ein bisschen klasse. was Langsameres als ein Blog sozusagen. Und auch sozusagen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung was Abgeschlosseneres, was ich auch sehr charmant finde bei Das so ist einem richtig, Format. ja. Also Das du ist hast jetzt richtig. gesagt, Dreamers, so du, Personen, die du interessant findest, die spannende Ansichten haben, gibt es da irgendeine verbindende Klammer für dich darüber hinaus? Initial habe ich gesagt unter 30 oder unter 35, Ja. einfach aus dem Grund. Und das Projekt ist entstanden, dass diesen Hashtag Okay Boomer ja noch nicht gegeben. Das hat sich schon als erstes in dem Jahr entwickelt. Aber von der Richtung ist es ähnlich. Vielleicht ein bisschen konstruktiver als dieser Hashtag es ist. Aber der Gedankengang dahinter ist auch eben, dass sehr viele dieser Personen, weil ich eben auch noch zu den Jüngeren gehöre, eben zwar richtig interessante Meinungen haben, richtig interessante Ideen haben und auch sicher irgendwann einmal in der Position sein werden, wirklich Entscheidungen zu treffen, was zu bewirken. Das ist jetzt aber nicht so. Und deswegen soll es auch ein bisschen, wie soll man sagen, ein auf den Tisch hauen sein, dass es da Personen gibt, die auch schon Ideen hätten, wie man Probleme löst, die eben nur noch nicht zum Zug kommen. Verstehe. Also auch sozusagen um den Ideen, der Seth Godin sagt immer, Ideas that spread win. Also die Ideen müssen sich erstmal verbreiten, das muss wer davon erfahren und dann. Genau, ja. Genau. Was waren das? Ich meine, ich weiß schon, es sind lauter Personen, die da vorkommen, die du sehr spannend findest, aber gab es da irgendein spezielles Highlight vielleicht? Natürlich schwer, immer jemanden rauszugreifen. Ein spezielles Highlight ist die einzige Person, die ich nicht persönlich kenne da drin. Und zwar der Artikel von Fabian, der in einem Heim für Pflegekinder arbeitet. Und das war ein extrem beeindruckender Artikel, der eben die Realität der Pfleger und der Kinder in so einem Heim da darlegt. Muss ich ehrlich sagen, das war ein Thema, mit dem habe ich mich noch nie befasst. Und das hat mir wirklich die Augen geöffnet. Ja. Das Ja. glaube Wann ist das E-Book erschienen? Wann hast du es jetzt veröffentlicht? Das ist noch recht druckfrisch, ich. sozusagen. Genau, ja. PDF-frisch. Das ist gelauncht worden, habe ich gelauncht am Wochenende vor Weihnachten. Einfach simpel aus dem Grund, weil ich da die Ressourcen gehabt habe dazu, neben meinem ganzen anderen Business. Und ist eben noch sehr frisch. Ich weiß noch nicht, in welche Richtung es gehen wird. Ich würde sehr gern eine 2020-Version auch produzieren. Jetzt, wo die Prozesse und die Webseite und alles schon da ist. Insofern auch gerne der Aufruf an Autoren, an Autorinnen da draußen, die zum gewissen Thema schreiben wollen. Also sei es wirklich von Meditation über Fast Fashion bis hin zu drinnen und so weiter und so fort. Also wenn es da irgendwie einen Themenbereich gibt, wo vielleicht eine gewisse Unzufriedenheit auch da ist, weil nichts weitergeht, weil viele Leute einfach nicht wissen, wie es wirklich intern in dieser Branche abläuft oder so, dann würde ich mich freuen, wenn wir da ein paar Autoren vielleicht gar noch gewinnen können. Das ist ja eine wirklich sehr, sehr spannende Idee, weil auf der einen Seite, genauso wie du sagst, ich habe das auch beobachtet, ist ein großes Thema, auch in der Außenwahrnehmung von LinkedIn. Ich glaube, in der Zeit, ich weiß nicht, ob du den zufällig gesehen hast, ist vor ein paar Tagen oder Wochen ein Artikel erschienen, dass LinkedIn sozusagen eine Plattform für Selbstdarsteller ist in erster Linie und dass die Leute, die wirklich was zu sagen oder zu tun hätten, vielleicht auch nicht unbedingt die Zeit haben dafür. Ich denke mal, das ist ja auch das für uns, wir kommen beide aus der Kommunikations-, aus der Technologiebranche, da liegt das natürlich auch näher, die Plattformen selber zu verwenden. Was glaubst du,
Oder was mich sehr interessieren würde dran, wie interessant war das für die Personen, die du da gebeten hast, mitzumachen, ihre Meinungen auch zu verbreiten? Du hast gesagt, auf der einen Seite gibt es natürlich Bedenken, sich da zu exponieren, sich da öffentlich hinzustellen, aber haben die das auch positiv gesehen? Das schon, ja, das schon. Es ist, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen vom, wie soll man sagen, vom Launch-Prozess, der ist ein bisschen schleppend abgelaufen, muss ich ehrlicherweise dann auch zugeben, sehr wahrscheinlich an dem, wann ich das gelauncht habe und wie ich das vorbereitet habe, das war ein bisschen, wie soll man sagen, holprig. Das heißt, von der Verbreitung selbst war nicht wirklich mehr drin als vielleicht der eine oder andere Facebook-Post oder Share. Da hat es vielleicht noch ein bisschen gehapert, aber vom Prinzip selbst, die, soll man sagen, ist nach wie vor teilweise trotzdem noch die Angst da, das eine Mal beim Schreiben und das andere Mal dann wirklich dann beim Veröffentlichen, das war schon durchaus noch zu spüren. Aber ich glaube insgesamt sehr, sehr positive Rückmeldungen da. Ja, super, super spannendes Projekt. Toi, 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 dass es auch weitergeht damit. Ich denke mal auch, wir haben in der Anfangszeit des Internet, da waren sehr viele Utopien oder Hoffnungen damit verknüpft, dass jetzt jeder selber einen Blog schreibt und jeder seine Meinung äußern kann und so weiter. Das ist alles sehr konsequent eigentlich nicht passiert. Also muss man aktiv was tun, damit es in Das die stimmt, Richtung geht. Und ja. Wir sind das schlägt einfach in diese Kerbe. mit Ja. Schallplatten in die Dystopie gerasselt. Ja, genau. Genau, also dieser Gedankengang, diese Ideen, die habe ich noch zu einem gewissen Teil mitgekriegt bei mir in der Jugend. Bin ein Riesenfan vom Science-Fiction-Genre, auch wenn das in letzter Zeit immer weiter in Richtung Dystopien eben gelaufen ist, weil es eben der Zeitgeist im Moment ist, wenn man sehen mit AI, mit Facebook und so weiter, ist das eher ein negatives Ding. Nichtsdestotrotz gibt es meiner Ansicht nach oder muss es Platz geben für Projekte, die eben diese Filterbubble genau auch durchbrechen. Und deswegen habe ich auch die Zusammenstellung der Autoren eben so gewählt, dass wenn jeder Autor, jede Autorin das im eigenen Netzwerk teilt, dann wird sich jemand, der sich mit Biologie beschäftigt, auch mit dem Hacking, mit Fitness oder vielleicht sogar mit Fast Fashion beschäftigen, wenn es auch nur für die paar Minuten von dem Artikel ist. Und ich hoffe, dass da doch auch durchaus Horizonte erweitert werden. Ja, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Hallo Roswitha, hallo Markus. Das also der erste Teil des Interviews mit Martin. Wer jetzt Lust bekommen hat, selber in das Buchprojekt reinzuschauen, beziehungsweise die Essays zu lesen, ihr findet das auf Dreamers Who Do zum Download. Ich habe mittlerweile auch in den Shownotes die Links zum Interview gepostet. Übrigens, nebenbei stelle ich gerade mit großer Freude fest, dass das mittlerweile funktioniert, dass man am selben Rechner, an dem man auf LinkedIn live streamt, auch mitkommentieren und das Video sehen kann. Das ging zuerst nicht, war etwas lästig. Im zweiten Tablet daneben. Ja, geht also auch was weiter. Also, wie gesagt, unter dreamersodo.at findet ihr hier auch einige Zitate der Autoren. Da sieht man schon ein bisschen, wie divers wirklich die Themen und die Backgrounds der einzelnen Schreiber sind. Ja, sehr, sehr tolles Projekt, kann ich nur sagen. Finde ich großartig, wenn auch viel beschäftigte Leute die Zeit finden, so in so etwas Energie und Ressourcen zu investieren. Man kann sich ja keinesfalls immer nur mit dem Daily Business befassen. Ja, und damit, bevor wir zum zweiten Teil des Interviews mit Martin kommen. Im zweiten Teil unterhalten wir uns über das Hacking, über Social Media und natürlich auch über LinkedIn. Noch eine kurze Ankündigung. Ich habe heute zwei, ich möchte fast sagen, Sphinxen, ja geradezu rätselhafte Status-Updates. Eines etwas skurriler, eines etwas undurchschaubarer. Also Spannung, Hochspannung, Crime, Suspense garantiert hier in der LinkedIn-Show Nummer 22 mit Datenschmutz und damit, enough said, viel Vergnügen mit dem zweiten Teil des Interviews mit Martin. Ich werde jetzt mal nachschauen, warum die Hunde schon wieder so wild sind. Eine Frage zu LinkedIn, nachdem das ja die LinkedIn-Show ist. Du bist selber auch recht aktiv dort. Du hast vorhin auch angesprochen, welche Rolle spielt LinkedIn für dich in deiner Arbeit oder ist auch so zum Beispiel in der Bewerbung des Buches? Wie siehst du die Plattform?
weniger für die Bewerbung des Buches, das hat auf Facebook viel besser Ja. funktioniert, einfach weil da Ja. jeder sein persönliches Netzwerk hat. Auch auf Twitter ist das nicht wirklich weit dann gesteuert worden im Endeffekt. LinkedIn habe ich natürlich auch versucht, ist auch auf ein bisschen Gegenliebe gestoßen, aber da war definitiv Facebook der Treiber dahinter. Für mich selbst, LinkedIn wird immer attraktiver. Ich habe eine zweiwöchige Blogpause und Social Media Pause mehr oder weniger hinter mir und habe ein bisschen Zeit gehabt zu reflektieren. Und ich werde sehr wahrscheinlich 2020 eben LinkedIn noch einmal irgendwie versuchen, aktiver zu betreiben oder mit mehr Ziel und mehr Strategie zu betreiben, während Facebook nur mehr ein, ich schmeiß mein Content rein und meine paar hundert Freunde liken sie sowieso, weil es jetzt Ja. von mir kommt. Auch Instagram ist für mich nicht mehr eine Plattform, wo ich wachsen will, sondern wo ich die Leute, die ich kenne, die einen Instagram-Account haben, einfach immer wieder erreiche. Da geht es nur mehr darum, mehr Kontakte herzustellen über die Zeit. Es geht mir mit Instagram eigentlich ganz ähnlich. Da ist dann auch relativ, also mir zumindest recht egal, was ja große Diskussion war jetzt, diese Abschaffung der Like-Zahlen auf den einzelnen Postings. Ja, das ist für mich ein Move oder ein Test von Zuckerberg, die Aktivität auf der Plattform vielleicht noch um ein bisschen anzukurbeln. Also wenn man sich anschaut, wie groß die Aktivität auf TikTok ist, ich glaube, da ist der durchschnittliche User irgendwie 50 Minuten so oder so pro Tag in der App, währenddessen man auf Instagram schon eine gewisse Selbstzensur hat, wenn man überhaupt einen normalen Image-Post macht, der jetzt nicht eine Story ist, die dann wieder weg ist. Genau. Und Du hast über TikTok auch, das meiste, was ich über TikTok weiß, weiß ich von deinem Blogbeitrag. Nicht unproblematisch, oder? Die das ist richtig, ja, das ist Besitzverhältnisse. richtig. Sowohl die Besitzverhältnisse als auch die Mechaniken, die da wirklich Suchtverhalten erzeugen sollen. Ich bin sehr reflektiert, was meine Social Media Nutzung angeht. Nur bei TikTok bin ich wirklich reingekippt. Ich habe mir dann im iOS ein Limit von einer Stunde am Tag gestellt, damit ich zumindest einmal auch zu was Produktivem komme. Die haben das wirklich perfektioniert. Der Algorithmus liefert immer mehr Inhalte, mit denen man schon engaged hat. Ich hätte es gern als Experiment weitergeführt, um zu schauen, wie dieser Algorithmus funktioniert, wie ich den Account wachsen lasse, aber nicht zu dem Preis, dass ich eine Stunde am Tag irgendwie blöd auf TikTok herumhänge. Ja. Da habe ich jetzt schweren Herzens den Account gelöscht vor Weihnachten. Und den Account, nicht den Account, die App, der Account existiert noch. Ähm, Ja. falls ich, falls ich einen Rückfall erleide, kann ich den noch einmal reaktivieren. Aber da muss ich sagen, bleibe ich lieber auf LinkedIn. Ja. Was siehst du so in dem nächsten Jahr oder in den nächsten paar Jahren im Social Media oder im Online-Bereich für Trends? Wir reden jetzt schon. Heuer ist meines Empfindens nach hat es weniger ja, Vorausschauen und Jahresrückblicke gegeben und sonst könnte auch damit zu tun haben, dass so diese großen Trends da im Hintergrund, Sprachinterfaces, Artificial Intelligence, das kommt jetzt langsam immer mehr in den Mainstream-Einsatz, aber so wirklich großes Neues steht nicht unbedingt was am Horizont, oder? Denke auch nicht. Was aber meines Erachtens dieses Jahr passieren wird, ist, dass sich diese klassische Influencer-Branche endlich selbst in den Schwanz beißt. Oh ja, hoffentlich. Da wird's jetzt, und es ist schon merklich aus bei mir im Netzwerk, wenn ich auf Instagram schaue, jetzt ist plötzlich Facebook und Instagram waren immer da für Leute aus meiner Altersgruppe. Die waren immer Ja. da. Und das ist schwierig, wenn man plötzlich merkt, dass die Aktivität zum Beispiel zu TikTok wandert. Und ich habe schon mehrere Influencer beobachten dürfen, die versucht haben, auf TikTok eine Followerschaft aufzubauen, es aber nicht schaffen, weil es wieder ein großes Investment ist, in den Content, die Plattform zu verstehen und so weiter und so fort. Das heißt, was dann überbleibt, ist entweder man schafft es, den eigenen Fame auf TikTok zu übertragen. Da muss Minus aber schon der, recht viel Fame da sein, sozusagen. Ja, das ist richtig, ja. genau. Vor allem kann man die 30% Fake-Follower auch nicht mitnehmen. Ja, Das 30 heißt, ist ja die nur Variante, konservativ eingeschätzt. ja. Das heißt, da wird's zu einer, wie soll man sagen, zu einer Korrektur kommen bei den Influencern. Das heißt, viele Leute werden realisieren,
vielleicht auch nur unterbewusst kapieren, dass dieser Fame ein Ende hat und dass dieses Ende jetzt schon langsam beginnt. Und da gibt es zwei Optionen. Entweder wir versuchen eben Relevanz aufzubauen auf einer anderen Plattform, irgendwie die eigene Marke weiter zu retten. Oder, und das sehe ich jetzt sehr, sehr viel, man verkauft sich an alles und jeden. Und ja. Da wird's, das hat man jetzt, ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast von Böhmermann mit nein, Coinmaster. So eine, im Endeffekt eine Glücksspiel-App, die eben auf Kinder abzielt und die eben dediziert Influencer anspricht. Und ich, aus meiner Sicht passiert da sehr, sehr wenig Markenmanagement, weil es, jede Person ist eine Marke und muss auch Acht geben, mit was man sich assoziiert. Und das wird jetzt total über den Haufen geworfen, um eben nur irgendwie Geld im eigenen Instagram-Account zu verdienen. Coinmaster ist ja wirklich eine üble Sache. Ich meine, die müssen aber Werbebudget. Ich habe mal einen längeren Bericht drüber gesehen. Sind ja große Online-Casino-Betreiber, die da dahinter stehen. Genau. Und die sozusagen halt quasi den Leuten schon angewöhnen wollen, dass es irgendwie lustig ist an den Einnahmeplaneten. Ja. Vor allem in einer App kann man natürlich die Gewinnwahrscheinlichkeit um einiges höher ansiedeln, weil ja alles irgendwie die Münzen und so weiter einfach so erschaffen kann als genau. App-Betreiber. Das heißt, da entsteht schon einmal eine Konditionierung, die mit einem, ich muss sagen, falschen Bild der Gewinnchance auch einhergeht. Ja. Dass das jetzt an Influencern eben über Influencer gestreut wird, finde ich, ist, wie soll man sagen, vielleicht ein bisschen fatalistisch formuliert, aber das ist eines der ersten Zeichen des Untergangs dieses Influencer-Imperiums. Aber das ist doch auch letztendlich, ich meine, mit der Beliebigkeit kann das ja auch nicht funktionieren. Ich hab beruflich recht viel zu tun mit dem Thema Corporate Influencer oder eben, wie wird jemand zum Markenexperten in seiner Branche, was B2B natürlich sowieso andere Mechanismen hat und viel stärker an inhaltliche Kompetenz gekoppelt ist. Aber letztendlich ist es im B2C-Bereich ja genau das Gleiche. Wenn das Ganze vielleicht, wobei gerade die sehr genau überlegen, nehme ich an, wenn du hernimmst Kendall Jenner oder Paris Hilton oder so, die überlegen sich sehr genau, welche Produkte sie promoten. Da wäre es noch eher egal, aber wenn jemand halt ein paar hunderttausend Follower hat und alles macht, dann verliert er die Kernzielgruppe oder ist unmöglich, Kompetenz in irgendeinem Bereich wirklich aufzubauen. Das stimmt. Vor allem zweite oder ein weiterer Weg ist dann eben eine eigene Social Media Agentur aufzumachen, weil man ja 10.000, 20.000 Follower auf Instagram hatte. Und da bis dann 2020 wird der Markt der Social Media Agenturen, da werden sehr, sehr viele kleine Agenturen, wo sich zwei, drei Influencer vielleicht zusammenschließen, werden da daherkommen und in Wirklichkeit nur mehr einen Markt abgrasen an Unternehmen, die es noch nicht, wie soll man sagen, die es noch nicht wirklich kapiert haben, dass die Influencer-Spiel. Die hinten nach duckeln, ja. Ist vielleicht ein bisschen wirklich provokativ formuliert, aber ich glaube, wir werden sehr viele Social Media Agenturen sehen, die sehr austauschbar sind. Ja. Und wir werden sehen, dass sich viele Influencer wirklich verkaufen. Ich kenne im deutschen Sprachraum eigentlich nur zwei Social Media Agenturen, wo die Geschäftsführer sozusagen relevante Diskussionspersönlichkeiten sein in den Themen und in den Gruppen. Wenn ich an Unternehmen denke, ich meine, Schokolade zum Beispiel, der Josef Zotter in Österreich. Oder der, ich bin schlecht mit Namen, der Sonnentor-Gründer. Sonnentor, ja. Ja, ich meine, das sind halt schon so Leute, die sind als Personenmarken und die stehen natürlich auch sehr zu dem. Mir das jetzt nicht taugt, dass der Josef Zotter jetzt, ich glaube, er hat schon gemacht, kein Fairtrade mehr drauf tut auf die Schokolade. Ist das gewusst? Nein. Der hat, seit er produziert, hat er seine eigenen Plantagen, die er besucht und so weiter, und ist eh alles Bio. Aber auf jedem Nestlé-Produkt ist mittlerweile Fairtrade oben. Und ich glaube, du musst 10% ungefähr Fairtrade-Schokolade verwenden, dass es rauf tun darfst. Also. Ja, interessant. Ja, und deswegen meine ich halt sozusagen, ich wäre schon sehr meine Hoffnung, dass dass das in Richtung Simulation mehr zur Richtung tatsächlich inhaltlicher Kompetenz geht. Also, so ja, gesehen, also die Nische wird bleiben. Ja. Und die wird florieren aus meiner Sicht. Martin, eine Abschlussfrage, die ich jedem stelle in der Show. Irgendwas über dich, was dein Netzwerk auf LinkedIn nicht über dich weiß? Das ist eine gute Frage. der erste Schabernack, den ich mit einem Computer angestellt habe, das war in der ersten HTL damals, da haben wir gelernt, wie man so ein kleines Message-Fenster programmiert. Und ich habe damals
bei uns zu Hause am Computer, am Familiencomputer damals noch, eine Meldung programmiert, die eben mit einem roten Rufzeichen, das haben wir alles einstellen können, mit dem Titel und dann welche Buttons sind, habe ich eine Fake, sie haben einen Virus-Meldung eben erzeugt und habe den Spieleordner meiner Mama, sorry dafür, eben durch mein Programm ersetzt, das Ordner-Icon geändert und dann gewartet, bis das der Schrei durchs Haus gehallt ist. Und mich war köstlich amüsiert. Genau, also das war die Origin Story meiner Computerschabernack-Spielchen. Und ja, hab viel Spaß gehabt damals. Nie was Illegales gemacht, aber dafür ansonsten sehr viel kaputt gemacht und schockiert. Ja, illegal ist immer die Frage. Ich könnte sein, dass unter meinen ganzen lizenzfreien MP3s damals in den 90er Jahren das eine oder andere nicht lizenzfreie MP3 mit reingerutscht ist in Napster, aber das ist ja mittlerweile so weit, schon alles verjährt. So weit war ich noch gar nicht. Okay. Wir haben das 56K-Modem damals gehabt. Ich habe nicht 12 Stunden gewartet auf einen MP3. Ja, stimmt. Da haben wir halt statt den Labels die Telefongesellschaften verdient. Damals. Ja, stimmt, ja. Martin, danke für das Gespräch und danke bis bald dir, in der LinkedIn-Show. Bis bald. Ein sehr, sehr spannender Gesprächspartner. Ja, wie gesagt, ich kann auch nur empfehlen, regelmäßig auf Martins Blog vorbeizuschauen. Kann man auch via Newsletter abonnieren. Ich habe die Links in den Shownotes gepostet. Danke, dass ihr alle dabei seid. Hallo Ellen, hallo Merve, hallo Zoran. Martin ist auch hier im Chat, falls jemand vielleicht noch Fragen an ihn hat oder mehr über das Dreamers Who Do Projekt wissen möchte. Hallo Dirk Oliver, hallo Markus, Sabine. Danke für eure Likes und für eure Kommentare. Und ein ganz besonders großes Danke an Christian Spanik. Er sieht hier auch gerade zu. Ja, Christian ist zu einem hohen Grad verantwortlich dafür, dass die LinkedIn-Show so aussieht, wie sie aussieht. Das könnte man jetzt wirklich nur als Kompliment gemeint. Er hat mir so viele Tipps gegeben und so viel geholfen in puncto Webcam, Technik, Lichtausstattung. An dieser Stelle auch ein dickes Shoutout an die LinkedIn-Dachgruppe, die Ilkay gegründet hat. Christian ist auch in der Dachgruppe unterwegs und gibt da sehr, sehr gute Tipps und sehr wertvolles Feedback. Wer sich also für das Thema Video interessiert, der soll da unbedingt vorbeischauen. Und für alle, die bis zum bitteren Ende hier dabei geblieben sind, das lohnt sich diesmal, denn ich habe zwei, ich denke, in mehrfacher Hinsicht bemerkenswerte Status-Updates. Also, damit zur Rubrik. Die Status-Updates der Woche. Status-Updates der Woche. Wie sieht es hiermit aus? Nun, bevor ich zu den versprochenen Schmankerl komme, noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Neues Projekt für 2020. Es gibt die Interviews, die ich in der ersten Staffel mit unter anderem Top Voice Ingrid Gersbach, mit Marina Zayatz, mit Ilkay, mit Martina, mit meiner Gattin, mit Profilerin Patricia Staniek, mit Irene und mit Natalia geführt habe. Auch als Podcast zum Nachhören unter datenschmutz.net/podcast. Die Links folgen zu diesem Teil der Sendung auch. Gibt es natürlich auch über Spotify, YouTube und Co. Und damit zum ersten Status-Update der Woche. Udo Schlögl, unser Headshot-Spezialist, der auch mein Porträtfoto und ich liebe es gemacht hat, hat hier eine interessante Beobachtung gepostet. Und zwar schreibt Udo gestern, dass man mit dem Pro-Account von LinkedIn mehr Informationen über Reichweite, mehr Statistiken bekommt. Und er hat sich diese Zahlen etwas genauer angeschaut und da sind ihm einige Unregelmäßigkeiten aufgefallen. Zum Beispiel gibt es da einen Post, der hat etwa 1000 Views und davon sind 215 aus Österreich. Das ist ihm seltsam vorgekommen. Wir haben dann ein Weilchen rumdiskutiert. Also es geht hier konkret um diese Statistiken. Und Ilkay hatte dann auch gemeint, dass es möglicherweise mehrfache Views sind und so weiter. Aber wirklich, wirklich interessant wurde es dann hier bei Arnos Kommentar, der dazu geschrieben hat, in der Schweiz
ticken die Uhren anders. Der hatte hier einen Beitrag vom 11. Dezember 2019 und wie ihr seht, mit 557 Ansichten. Und diese 557 Ansichten wurden von 1168 Personen in Zürich und Umgebung angesehen. Das macht so natürlich keinen Sinn und das kann man auch nicht erklären, außer mit vielleicht einer Caching-Thematik. Arno hat dann auch zugeschrieben, dass ich das erfahrungsgemäß dann am nächsten Tag oder sozusagen normalisiert. Genau, morgen dürfte es wieder normal aussehen. Ja, also wie gesagt, wir sind ja alle keine Zahlensklaven, aber durchaus etwas mit Vorsicht zu genießen, vor allem wer sich hier die Zahlen in Echtzeit zu Gemüte führt. Naja, wäre spannend, vielleicht können wir hier über den LinkedIn-Support auch das eine oder andere rausfinden. Ich werde auf jeden Fall weiter über die Zahlenthematik berichten. Wenn ihr selber mysteriöse Geister in der Maschine findet oder Geister in der Statistik, dann freue ich mich natürlich auch über Kommentar, Screenshots. Ja, wir beobachten natürlich unsere Blackbox-Algorithmus ganz genau. Und damit zum zweiten Status, also ist eigentlich kein Status-Update, aber ich bin mit einem Link in einem Kommentar drauf gestoßen. Das ist eine Initiative, eine sogenannte Kampagnenseite der Wirtschaftskammer Österreich, wie ich ja auch schon in vielen Projekten mitgearbeitet habe, allerdings nicht an dieser Kampagnenseite. Die heißt Schaffen wir, und es geht darum, Anliegen durchzusetzen, und ich kann mir das einfach nicht verkneifen. Man kann hier für Forderungen voten. Dann kommt man hier zu diesen, meine Top 3 Forderungen: Innovation fördern, Bildung verbessern, Investitionen stärken, Bürokratie abbauen, Steuern senken, Fachkräftebedarf sichern. Fachkräftebedarf sichern. Okay, also wirklich Fachkräftebedarf sichern. Okay, whatever. Kann man jetzt sagen, wird wahrscheinlich kein Unternehmer irgendetwas gegen Steuersenkungen, verbesserte Bildungen, gestärkte Investitionen und so weiter fördern. Das macht ja doch irgendwie Sinn, da kann man die Top 3 aussuchen, aber dann hat da jemand so ein Voting-Tool gebaut. Ich habe das zuerst nicht gleich verstanden. Hier sind die einzelnen Themen, wo unternimmst du was, da kann man dann Ja oder Nein sagen. Aber man kann das auch so Tinder-like rüberziehen, also Qualität, Nein, Innovation, Nein, Stabilität, Nein, Unternehmertum, Nein, Sicherheit, Nein, wenn wir hier nichts unternehmen, regional, watch for it, sozial, Nein, unternehmerisch, Nein. Ja, eine Frage der Inspiration. Oft sind es die Geschichten anderer, die uns zeigen, was man alles schaffen kann. Irgendwie löst die Seite bei mir ein wenig befremdend aus. Ich meine, man freut sich immer über Erfolgsgeschichten, aber ich weiß nicht, diese Tinder-Metapher, naja. Wir schaffen das auch. Ja. Muss auch mal erwähnt werden. Nochmal zur Erinnerung: 13. Februar, 10 Tickets, noch zum Early Bird Preis erhältlich, seit heute. Und damit sind wir auch schon fast wieder am Ende dieser Sendung. Ich musste die LinkedIn schon um einen Tag vorverlegen, weil ich morgen einen Workshop habe, und deswegen hier der Verweis auf den 24. Linked Friday. Ich habe vergessen, die Seite zu aktualisieren. Am 7. Jänner, also übermorgen, am Freitag, seid dabei beim ersten Linked Friday 2020. Ich werde gleich im Anschluss an die Show das Datum ausbessern und freue mich natürlich wie immer über rege und regste Beteiligung. Jo, so viel also zur 22. LinkedIn-Show mit Datenschmutz, die erste Sendung des Jahres 2020. Danke, dass ihr dabei wart, und am Ende der Sendung, für alle, die es vielleicht noch nicht gesehen haben, ich habe ein kleines Silvester-Neujahrs-Video produziert, und ja, damit nochmal nachträglich alles Gute auf ein großartiges Jahrzehnt. Wir sehen und hören uns nächste Woche wieder zur gewohnten Zeit. Bleibt der LinkedIn-Show gewogen. Danke fürs Dabeisein. Danke fürs Zuschauen. Zeit.
2020 steht vor der Tür oder hat in Samoa, in Neuseeland und in Australien bereits begonnen. Statt eines Rückblicks möchte ich euch einen Gedanken mit auf den Weg geben ins neue Jahr. Wenn wir es uns grob vorstellen können, dann können wir es zu Ende denken. Wenn wir es uns ausgedacht haben, dann können wir mit der Planung beginnen. Wenn wir es geplant haben, können wir es umsetzen. Und wenn es erst einmal umgesetzt ist, dann können wir es benutzen oder betreten oder bestaunen. Und wenn wir es nutzen, dann können wir es verbessern. Wenn wir es verbessern können, dann ist es längst Teil unserer Welt. Und deshalb können wir alles schaffen, was wir uns ausdenken können. 2020 ist ein ganz besonderes Jahr. Eine Doppelzahl. 1919 ist genau 100 Jahre her. 2021, bis dahin wird es noch 101 Jahre dauern. 2020 war vor 20 Jahren, zur Jahrtausendwende, Spekulations- und Projektionsfläche für eine bessere Welt. Für eine Welt mit Hoverboards und ohne Klimakrise. Die mir persönlich übrigens auch nicht mehr schlaflose Nächte bereitet, als seinerzeit Atomwettrüsten, Waldsterben, Erdölkrise, Ozonloch und Thunfischknappheit. Denn ich glaube an die Thunfischzucht, an die Technologie und an den Erfindungsreichtum unserer Spezies. Das Einzige, was wir fürchten müssen, ist die Angst vor der Dystopie. Und jede ausreichend weit entwickelte Technologie ist von Magie nicht unterscheidbar, wie Arthur C. Clarke geschrieben hat. Ich freue mich auf ein magisches Jahr mit euch. Wir machen gemeinsam das Beste 2020 draus, das es je gegeben hat. Seid ihr dabei? In diesem Sinn, Prosit, ein fröhliches Silvester und einen wunderbaren Rutsch.